Ich begrüße Christoph Kleine dort, er ist Sprecher vom Blockupy Frankfurt und seit langjähriger Aktivist, insbesondere in der interventionistischen Linken, aber wahrscheinlich auch in ganz anderen Bewegungen, so alles multiple Identitäten hier. Außerdem Sarah Wagenknecht hier neben mir, die muss man glaube ich nicht weiter vorstellen, einer unserer prominentesten Gesichter der Linken. Und natürlich Bernd Rixinger, den wir ursprünglich eingeladen hatten als kreativen Kopf von Verdi Stuttgart, weil er auch sehr stark im Krisenbündnis und anderen Aktivitäten immer schon engagiert war. Jetzt freuen wir natürlich auch besonders, ihn auch als neuen Parteichef begrüßen zu können. Außerdem werden wir natürlich Live-Schaltungen haben. Das ist dann der Fernseher da hinten, wo ihr euch alle umdrehen müsst. Und zwar nach Griechenland, nach Italien und auch dann wieder zurück hierher. Nämlich zu unserem katalanischen Kollegen Joaquin, der die spanische und katalanische Situation noch etwas darstellen wird. Aber zunächst sollt ihr eigentlich das Wort bekommen, beziehungsweise auch ein paar Fragen bekommen und auch wiederum welche stellen. Und dann greife ich mal hier so einfach so ins Publikum und mal gucken, hast du die Krise ganz persönlich? Nein, ich persönlich nicht, aber ich sehe ja, was hier im Land gespielt wird. Deine Familie irgendwie nähere Betroffene? Nein, glücklicherweise nur indirekt, nicht direkt. Also hier keine Krise. Gibt es hier woanders eine Krise? Ich habe keine Krise. Auch keine Krise. Das ist eine seltsame Situation. Wer hat die Krise? Das kann doch nicht sein. Kein Mensch hat die Krise. Da können wir gleich Schluss machen. Veranstaltung beendet. Schon protestiert? Nee. Auch nicht protestiert? Sie haben protestiert. Ich krieg die Krise über die Verblödung der Menschen. Verblödung der Menschen, das regt Sie auf. Was macht man dagegen? Ich weiß es nicht. Auf die Straße gehen. Das bringt nicht unbedingt heute was mehr so schnell. Christoph, bringt nicht so viel auf die Straße gehen. Wie siehst du das? Na, ich würde eher sagen, es gibt eine Krise der europäischen Linken. Und ich würde mir wünschen, wenn die europäische Linke insgesamt wieder stärker wird. Ich meine, Frankreich und Griechenland gibt Hoffnung. In Deutschland versuchen wir uns gerade wieder zu fassen. Aber ich glaube, insgesamt braucht die europäische Linke eine ganz große neue Kraft, wenn sie gegen diesen katastrophalen Finanzkapitalismus vorgehen will. Und das beschäftigt mich. Könnt ihr gleich nochmal einsteigen, wie wir das eigentlich machen, europaweit. Was hältst denn du von dem Fiskalpakt? Gar nicht. Fiskalpakt? Fiskalpakt? Wer weiß, was dieser komische Fiskalpakt ist? Ich sage dazu Fäkalpakt. Oh, krass, ja. Stimmt irgendwie, aber ist noch nicht so inhaltlich spezifiziert, sage ich mal. Fiskalpakt, ist der eigentlich ganz sinnvoll? Denke nicht, nein. Ja, das ist das Problem. Alle denken, der ist eigentlich völlig sinnlos und schlecht negativ. Wir fragen mal hier so eine Spezialistin. Der Fiskalpakt ist eine ganz große Katastrophe und man muss sofort auf die Straße gehen dagegen. Ey, sofort auf die Straße gegen den. Aber was ist denn das, dieser Fiskalpakt? Ein europaweiter Versuch, die Schulden angeblich zu drücken, die Ausgaben zu bremsen und damit die Kosten der Krise von den Verursachern auf die breite Masse der Bevölkerung abzuwälzen. Etwas, wogegen wir uns unbedingt wehren sollten. Das ist ja druckreif. Klasse. So, jetzt will ich euch nicht weiter quälen. Ich bin der Meinung, dass die wollen Hartz IV über ganz Europa bringen. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Jetzt würde ich gerne eher von euch Fragen hören, die ihr an diese drei da vorne richten wollt, die sie gleich aufnehmen sollten, bevor sie überhaupt losreden dürfen. Gibt es eine Frage an Bernd, Sarah oder Christoph Kleine? Da. Woran liegt es grundsätzlich, dass die Linke in den letzten Jahren, man kann sagen, stellenweise radikal abgebaut hat? Zum Beispiel in Berlin innerhalb von 2 Wahlperioden ist sie praktisch eingegangen wie eine Primel und das hat Ursachen. Man könnte eine Menge drüber sagen, aber was unsere Prominenten dazu sagen, das wäre interessant. Sehe ich auch so. Mal sehen. Weitere Fragen?
Mich würde interessieren, wie man den Druck auf den Fiskalpakt verstärken kann, wo doch in Deutschland die Krise als einer der ganz wenigen europäischen Länder noch gar nicht so richtig angekommen ist. Sehr wichtige Frage, schwierig. Ja, komme. Die Occupy-Bewegung ist doch schon ein Gang gegen die Krise. Warum unterstützen die Linken in Deutschland und in Europa die Occupy nicht ganz offiziell? Ich dachte, das tun wir, aber vielleicht muss man noch mehr tun. Hier ist der Nächste. Ja, also die Auseinandersetzung war stark geprägter jetzt zwischen Ost und West in der Linken. Ich frage mich jetzt, am Sonntag sind die Wahlen in Griechenland. Syriza hat es vorgemacht, die sind von 4% auf 16, jetzt stehen sie bei 30. Ist es eine Perspektive für die Linke, dass sie auch in Zukunft, man kann das nicht einfach adaptieren, aber sich stärker öffnet, auch für soziale Bewegungen und den Kern bildet einer neuen, auch sozialen Bewegung und dadurch auch diesen Konflikt, der da auf Befindlichkeit und alles sich rekrutiert, eine größere Perspektive gibt, ob das eine Überlegung ist, auch innerhalb der Führung, so etwas von so einem Projekt wie in Griechenland auch zu lernen. Vielen Dank. So, wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen, wenn ihr noch welche habt. Na, wer traut sich? Na, na? Du guckst so interessiert. Wie schätzt die Linke ein die Entwicklung in Frankreich nach der gewonnenen Wahl von Hollande? Gibt es Beziehungen oder bleibt das auf der Ebene SPD und französische Sozialdemokraten? Ich glaube, das wird nicht reichen. Vielen Dank. Also viele Fragen hin auf die jüngsten Veränderungen auch im Ausland. Aber wir wollen jetzt nochmal systematischer auch vielleicht eure Fragen ein bisschen ordnen. Und zwar vielleicht beginnend mit Sarah. Es gab ja so ein paar, naja, es gab eine sehr klare Ansage, was der Fiskalpakt ist, aber ich habe den Eindruck, ganz oft wird nicht so richtig verstanden, was eigentlich damit gemeint ist. Man hat so ein Gefühl, dass es irgendwie ziemlich schlecht ist für ganz Europa. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum der eigentlich so gefährlich ist und welche Rolle die Bundesrepublik da spielt. Und da war ja auch die Frage, was wir eigentlich da kurz und knapp dagegen tun könnten. Also zunächst mal muss man sagen, was er nicht ist. Er ist nicht ein Pakt, um öffentliche Schulden zu reduzieren, weil wir erleben das ja jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren eine Schuldenbremse und trotzdem ist die öffentliche Verschuldung immer weiter angestiegen. Und wir beschließen gleichzeitig mit dem Fiskalpakt schon wieder einen neuen riesigen Euro-Rettungsschirm, mit dem nicht der Euro, aber der Finanzsektor und die Banken gerettet werden, wird wieder Milliarden kosten, also die Schulden werden steigen. Das heißt, dieses ganze Schuldenargument ist verlogen. Es geht gar nicht um Schuldenreduzierung. Wenn man Schulden reduzieren wollte, müsste man die europäischen Steuern vereinheitlichen. Man bräuchte einheitliche Mindeststeuersätze bei den Unternehmen zum Beispiel. Die sind dadurch, dass wir unterschiedliche Steuern haben, in Europa haben wir einen Dumpingwettlauf. Sind die Steuern immer weiter nach unten gegangen. Oder wir bräuchten einheitliche Vermögenssteuern in Europa. Gerade für Kapitalerträge, für Vermögen wäre es ganz wichtig. Also wenn man Schulden reduzieren wollte, müsste man etwas ganz anderes tun. Der Fiskalpakt sagt nichts in Richtung Steuerpolitik. Er zwingt auch nicht die Länder, meinetwegen Unternehmenssteuern auf ein Mindestlevel anzuheben. Überhaupt nicht. Er zwingt sie auch nicht, Vermögenssteuern einzuführen. Da wäre ja Deutschland der erste Kandidat, den man da zwingen müsste, Millionäre zu besteuern. Nichts von alledem. Sondern der Fiskalpakt ist im Grunde ein Pakt, um Demokratie und Sozialstaat in Europa zu zerstören. Ganz klare Aussage dieses Fiskalpakts, das ist der Kern, darum geht es. Und das Mittel dazu ist, dass man im Grunde den demokratisch legitimierten Institutionen, nämlich den Parlamenten, die Entscheidung über das nimmt, wofür sie eigentlich gewählt werden. Das heißt, die Parlamente können nicht mehr über den Haushalt entscheiden, sondern die Haushaltshoheit geht, wenn die Schulden ein bestimmtes Limit überschreiten, nach Brüssel. Und das ist natürlich der super Vorwand für alle Regierungen. Bis jetzt ist es ja immerhin noch so,
dass die Regierungen sich rechtfertigen müssen, wenn sie soziale Kürzungen machen, wenn sie im Bildungsbereich kürzen, im Gesundheitsbereich. Mit dem Fiskalpakt können sie dann sagen, wir haben ja mit all dem nichts zu tun, wir würden ja gerne mehr ausgeben, aber wir haben ja keine Chance. Wir haben ja sozusagen, so wie wir Kommunen heutzutage, wenn sie Nothaushalte haben, eben auch einen Großteil der Kompetenz abgeben müssen, so müssen ganze Länder dann ihre wesentlichste demokratische Kompetenz abgeben, ihre Haushaltskompetenz. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wählen wir dann eigentlich noch irgendwelche Parlamente? Es ist dann auch relativ egal, welche Partei eine Mehrheit haben, wer eine Minderheit hat. Unter dem Fiskalpakt haben sie faktisch die wichtigsten Dinge nicht mehr zu entscheiden. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, diesen Fiskalpakt und gleichzeitig auch diesen neuen Euro-Rettungsschirm zu verhindern und alles dagegen zu tun, was man dagegen tun kann. Er trifft nämlich auch Deutschland. Er trifft nicht nur, wäre auch schlimm genug, Spanien, Griechenland, all diese Länder, sondern auch Deutschland liegt über dieser Schuldengrenze, die dort festgelegt wird. Da wird nämlich gesagt, 60% Gesamtverschuldung. Wir haben eine Verschuldung von über 80% am Bruttoinlandsprodukt. Auch deutsche Länder, deutsche Kommunen und letztlich sogar der Bund wären mit diesem Fiskalpakt direkt betroffen. Und auch hier wird es dann radikale Kürzungen nochmal geben müssen über das alles, was wir mit Agenda 2010 erlebt haben, hinaus. Und deswegen sagt die Linke klar, nicht mit uns. Wir finden es politisch unverantwortlich, dass SPD und Grüne wahrscheinlich für ein Appel und ein Ei sich diese Zustimmung abverlangen lassen. Und wir werden auf jeden Fall auch gegen diesen Pakt klagen, bis in die letzten Instanzen, weil er auch mit dem Grundgesetz völlig unvereinbar ist. Danke dir, Sarah. Nun spielt die deutsche Regierung ja eine besondere Rolle bei dem Durchdrücken dieser Fiskalpaktgeschichten, der Kürzungspolitiken insgesamt. Bernd, aber offenbar haben wir jetzt hier so im Publikum kurz ein bisschen gehört, naja, die Krise, also ich persönlich habe sie jetzt nicht, ich weiß jetzt, erkenne auch nicht so direkt jetzt Leute, die dann davon hart betroffen sind. Hier hat auch einer direkt gesagt, naja, es ist schon eine andere Situation in der Bundesrepublik, entsprechend ist es wahnsinnig schwer, gegen die Krise zu mobilisieren. Wie stellt sich Krise bei uns eigentlich dar? Wie sieht das im Verhältnis zu den europäischen Ländern aus? Und vor allem, was ist aus einer gewerkschaftlichen und jetzt natürlich auch aus einer parteilichen Sicht dagegen anzugehen? Ja, als erstes, wir sollten nicht auf die Propaganda reinfallen, dass Deutschland besonders gut durch die Krise gekommen ist. Das gilt vielleicht für die Aktionäre, das gilt für die Vermögensbesitzer, das gilt sicher auch inzwischen wieder für die Banker, die dicke Bonis kassieren. Das gilt aber für Millionen Menschen in Deutschland nicht. In Deutschland sind die Reallöhne in den letzten 10 Jahren gefallen. Im Durchschnitt haben die Leute 4-5% weniger im Geldbeutel als vor 10 Jahren. Und was besonders dramatisch ist, für die unteren Einkommensbezieher sind sie bis zu 20% gefallen. Wir haben inzwischen über 7 Millionen Menschen, die unter 8 Euro Stundenlohn verdienen. Wir haben immer noch 4 Millionen Menschen, die unter 7 Euro und immer noch 1,5 Millionen Menschen, die unter 5 Euro verdienen. Das sind Hungerlöhne. Und da kann man nicht sagen, dass diese Menschen gut durch die Krise gekommen wären. Das ist in einem reichen Land eine absolute Unverschämtheit. Und wir erleben, dass genau diese Arbeitsverhältnisse zunehmen. Immer mehr Leute sind in prekären, untypischen Arbeitsverhältnissen, sind unterbeschäftigt, können von diesem Geld nicht leben, sind in der Leiharbeit oder sind Solo-Selbstständige oder sie sind in befristeten Arbeitsverträgen, die sich krebsartig ausdehnen und ein völlig neues Abhängigkeitsverhältnis schaffen, dass man nämlich nicht mehr seine Meinung in den Betrieben sagen darf, weil man sonst weiß, der Vertrag wird nicht verlängert. Und ich glaube, die Linke und auch die soziale Bewegung ist gut beraten, diese soziale Situation in den Vordergrund zu rücken und nicht quasi auf die Medienberichte reinzufallen, dass es den Leuten in Deutschland so gut ginge. Das stimmt nämlich definitiv nicht. Und deswegen sind diese Lebensverhältnisse auch eine Grundlage für die Proteste. Wir müssen deutlich machen, dass die völlige Unterordnung unter das Diktat der Finanzmärkte und die Anpassung an diese Finanzmärkte, das ist genau das, was jetzt unsere Bundesregierung macht und die Politiker,
Wir waren ja im Gespräch im Kanzleramt, es war schon fast peinlich, wie dort beschworen ist, dass man ja die Finanzmärkte gnädig stimmen muss. Es wird dort nicht gesagt, man muss gucken, dass man Verbesserungen für die Menschen rausholt, sondern man muss die Finanzmärkte gnädig stimmen. Und da müssen wir als Linke deutlich sagen, wir wollen, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt die Menschen für die Wirtschaft da sind. Und wir erleben ein Modell, und das hängt eng mit dem Fiskalpakt zusammen, das ich mal mit dem Satz umschreiben möchte: Anhäufung privaten Reichtums bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Was nämlich Sarah gesagt hat, diese Einsparung durch den Fiskalpakt trifft direkt die Kommunen, die dann auch einsparen müssen. Und das sind dann die Schwimmbäder, die geschlossen werden, die Schulen, die nicht gebaut werden, die Kindertagesstätten, die nicht gebaut werden. Also die andere Seite des Sozialabbaus. Und da müssen wir sagen, wir haben ein Modell des öffentlichen Reichtums. Wir wollen, dass öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung, Erziehung, Energieversorgung und vieles andere mehr ausgebaut wird, weil das bestimmt die Lebensqualität von den Menschen, die sich einen armen Staat nicht leisten können. Und letzte Anmerkung. Ich glaube, wir müssen absolut deutlich sagen, dass hier alles gemacht wird, um die Leute zu knebeln. Aber eines wird nicht gemacht. Es wird nicht an die Reichen und Vermögenden rangegangen. Und wir müssen deutlich machen, dass wir als Linke die Einzigen sind, die den Mut haben, es mit den Reichen und Kapitalbesitzern aufzunehmen. Und das müssen wir auch den Gewerkschaften empfehlen. Es mit den Reichen und Vermögenden aufzunehmen und sich international in Europa nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Beschäftigten, die Erwerbslosen, die Rentner gegeneinander ausgespielt werden und so getan wird, wie wenn praktisch wir das Geld für die faulen Griechen oder Spanier oder sonst jemand bezahlen, sondern wir müssen deutlich machen, hier bezahlen die kleinen Leute und das, was sie zahlen, kommt bei den kleinen Leuten in den anderen Ländern nicht an, sondern dient ganz alleine dazu, die Banken und die Schulden der Reichen, weil es sind ja praktisch die Schulden, die die Reichen gegeben haben. Die Reichen haben den Staaten das Geld gegeben und die Banken, die Finanzinstitute, und die sollen jetzt sozialisiert werden. Die kleinen Leute sollen bezahlen für die reichen Leute. Und das müssen wir deutlich machen, weil das soll international geschehen, in Deutschland und in allen anderen Ländern. Und da haben wir ein gemeinsames Interesse mit den Gewerkschaftsbewegungen, mit den Arbeiterbewegungen in den anderen Ländern. Vielen Dank, Bernd. Christoph, das, was Bernd geschildert hat, läuft ja seit einigen Jahren. Also eben nicht so plötzlich, wie es in Griechenland oder Spanien passiert ist, sondern es kriecht seit 10 Jahren dahin. Die Krise der öffentlichen Finanzen, die Prekarisierung, all diese Dinge. Das macht es natürlich ein bisschen schwer für eine Mobilisierung jetzt gegen die Krise. Trotzdem, vielleicht kannst du noch mal schildern aus deiner Sicht, erstens, was die Schwierigkeiten waren, aber auch, wie du selbst dann letztlich den, aus meiner Sicht zumindest, Erfolg von Blockupy Frankfurt einschätzen, was daraus folgt. Ja, ich möchte den Einschätzungen, die jetzt hier vorgetragen worden sind, überhaupt nicht widersprechen, weil natürlich hat es einen massiven Sozialabbau hier schon gegeben und ein Teil der Maßnahmen, die jetzt anderen Ländern in Europa aufoktroyiert werden sollen, sind in Deutschland längst durchgesetzt worden. Wir haben ja die große Welle der Proteste und des Widerstandes dagegen gehabt in den Aktionen gegen die Hartz-IV-Einführung damals. Das ist bloß eine Auseinandersetzung, die im gewissen Maße eben gelaufen ist und die wir trotz einer großen Mobilisierung eben weitgehend verloren haben. Und die Situation, vor der wir heute stehen, ist, dass das zwar alles richtig ist, dass es ganz viele Menschen auch in diesem Land gibt, die eben nicht zu den Gewinnern und Gewinnerinnen der Krise gehören. Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, anzuerkennen, die Leute, die davon profitieren oder im Moment noch relativ gut klarkommen, sind auch nicht nur eine kleine Minderheit der Millionäre, sondern ich glaube, das ist schon größer. Und vor allen Dingen haben wir, glaube ich, mit dem Problem zu kämpfen, dass viele Menschen weiterhin denken, durch eigene Anstrengung, durch Gestaltung ihrer Lebensumstände können sie an ihrer Lage was machen. Und das ist eben von der
Hilfe und Perspektivlosigkeit, in der sich eben viele, vor allen Dingen gut ausgebildete junge Menschen in Griechenland oder Spanien befinden, eben doch noch ein gutes Stück entfernt. Und das dient ja nicht dazu, jetzt die sozialen Verhältnisse in Deutschland schön zu reden, sondern erstmal nüchtern zu analysieren, was denn die Ausgangsbedingungen für Mobilisierungen und für Aktionen in Deutschland sind. Damit käme ich jetzt auch zu Blockupy. Der Ausgangspunkt, der uns dazu geführt hat, solche Aktionen zu machen, ist gerade gewesen, dass wir eigentlich seit 2008, seit diese mit dem Lehman-Zusammenbruch eben die Finanzkrise oder was so bezeichnet worden ist, offenkundig geworden ist, wie immer gewartet haben, jetzt muss es doch den Punkt geben, wo das mal durchschlägt und wo der Massenprotest eben sozusagen auf der Hand liegt und wir ihn nur aufgreifen und verstärken müssen. Dieser Punkt hat so nie gekommen, sondern wir haben gewartet, wir haben Dinge versucht und es ist nichts passiert. Das ist das eine, was die Ausgangslage ist. Das zweite ist, dass wir eine unglaubliche Verschärfung der Krise im europäischen Rahmen haben. Dass also eben die Lebensbedingungen der Menschen eben in Südeuropa sich in einem Maße verschlechtert und verschärft haben, dass wir in der Situation sind, eben uns entscheiden zu müssen, ob wir weiterhin Komplizen dieser Entwicklung sein wollen oder ob wir eben unseren Herrschenden da die Gefolgschaft verweigern und laut Nein sagen und uns an die Seite derer stellen, die eben das Opfer dieser Politik, die maßgeblich in Berlin und in Frankfurt mit ausgeheckt sind, ob wir das eben sein wollen. Das waren die Bedingungen, unter denen wir gesagt haben, jetzt muss etwas Neues passieren. Das Neue bestand im Wesentlichen darin, dass wir gesagt haben, jetzt mal nicht nur Großdemonstrationen, sondern die guten Erfahrungen aus den ungehorsamen Massenaktionen, aus den Aktionen des zivilen Ungehorsams, die wir seit dem G8-Gipfel in Heiligendamm gehabt haben, die wir bei der Verhinderung des Nazi-Aufmarsches in Dresden gesammelt haben, die wir beim Castor gesammelt haben, die wollen wir jetzt in ein neues Aktionsfeld bringen, eben in das der Sozialpolitik und des Widerstandes gegen diese kapitalistische Krisenpolitik. Und wir wollen das machen in einer Form, die von vornherein international ist. Das heißt eben nicht als nationalistische Besonderheit, nicht als Mobilisierung, die vorwiegend auf die eigenen Bedingungen nur reflektiert, sondern die von vornherein mit einbezieht, der Widerstand gegen eine europäische Krisenpolitik muss gleichfalls ein europäischer Widerstand sein, weil wir eben die Gegenmacht zu den Herrschenden nur auf Augenhöhe aufbauen können. Das heißt, dass wir das Kampfterrain, das uns da nun mal gegeben ist, irgendwie annehmen müssen. Und nun haben wir im praktischen Verlauf ja mehrere Dinge gesehen. Erstens haben wir gesehen, unsere Kraft ist nicht unbegrenzt, sondern die Mobilisierung hat auch Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, es war ein erster Versuch in Richtung ungehorsame Massenaktionen in diesem Feld, den zu machen. Aber gerade unter den Bedingungen des Totalverbotes und eben dieses unglaublichen Polizeistaatsmanövers, das da in Frankfurt veranstaltet worden ist, war es eben sehr schwer, im nennenswerten Umfang da Leute hinzubekommen. Das hat im konkreten Aktionsziel dann ja alles geklappt, weil dadurch dieses Manöver zu machen, musste die Polizei unser Aktionsziel schon mal selber erfüllen. Das heißt, das Bankenviertel hat freiwillig geschlossen und es war nicht mehr so viel dazu zu tun, außer eben, und das ist, glaube ich, das Verdienst all derer, die da waren, der Aktivistinnen und Aktivisten, die das mit großer Entschlossenheit und großem Mut gemacht haben, sich das Recht auf die Plätze, das Recht auf die Demonstration nicht streitig machen zu lassen, sondern eben auch unter den Bedingungen der sich zeigenden Staatsgewalt, der Drohung, der Erpressung rauszugehen und zu sagen, die Straße gehört uns. Und wir haben damit insofern, glaube ich, ins Schwarze getroffen oder einen wunden Punkt getroffen, als dass diese staatliche Reaktion und diese scheinbare Überreaktion, die da erfolgt ist, ja eines ganz deutlich gezeigt hat, wir haben sie wirklich an der richtigen Stelle erwischt. Wenn man eben sozusagen nicht mehr den sozialen Protest in bestimmten Nischen mehr ausübt, sondern wenn man tatsächlich die Macht- und Eigentumsverhältnisse frontal attackiert, dann ergibt das eine Reaktion, die eben dann plötzlich ganz anders ausfällt, als wenn man es jetzt eben mit ein paar im Wesentlichen doch schmuddeligen Nazis zu tun hat, die man da blockieren möchte. Das ist eben was anderes, wenn man sich mit den Banken anlegt. Und die große und die scharfe Reaktion... Genau. Ja gut. Okay, ich... völlig richtig. So, jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. genau.
Also der Punkt war genau, wenn man sich mit den Banken einlegt. Das beweist erstens, wir haben am richtigen Punkt angesetzt, und es beweist zweitens, die hier diese Krisenpolitik gestalten, die den Kapitalismus am Leben erhalten wollen, die haben Angst. Die haben uns viel mehr zugetraut, als wir uns selber zugetraut haben. Und diese Überreaktion ist auch ein Gradmesser für die Panik, in der die sich befinden. Und wir haben, glaube ich, guten Grund, ein Stück von diesem Vertrauen, das der Gegner in uns setzt, ein Stück von dem auch selber zu haben und eben weiterzumachen. Und weiterzumachen bedeutet aus meiner Sicht erstens, den Protest und die Aktionen weiterhin auf die Straße zu tragen, weiterhin ungehorsam zu sein, weiterhin nicht nur auf Wahlen und nicht nur auf Masse zu setzen, sondern eben zu blockieren, einzugreifen, Sand im Getriebe zu sein und Leute zu ermutigen, in diese Konfrontationen hineinzugehen. Und es bedeutet zweitens, dass wir uns klar machen, der Beat der Bewegung, der schlägt nicht nur in Deutschland, sondern wir gucken jetzt an diesem Wochenende nach Griechenland, wie da die Wahlen ausgehen. Wir schauen auf die Massenmobilisierungen in Madrid und in anderen Städten. Das sind sozusagen für uns Punkte, wo wir auch anerkennen müssen, sozusagen die Bewegung, die Hauptstädte der Bewegung in Europa sind im Moment andere. Aber unsere Verantwortung ist es, diesen Menschen die Solidarität nicht zu verweigern und uns eben der Erkenntnis zu öffnen, wir brauchen eine gemeinsame, eine europäische Bewegung, von der wir nur ein kleiner, lernender Teil sein können. Aber diese Verantwortung müssen wir annehmen und deswegen wünsche ich mir weitere Aktionen wie Blockupy, größer, stärker, entschlossener, aber in jedem Fall genauso unbequem. Christoph, bleiben wir noch ganz kleinen Moment noch mal kurz, weil da war, du hast es schon angesprochen, noch die Frage nach der europäischen Koordinierung, die ja doch scheinbar auch schwerfällt bei allem, was so passiert. Passiert denn was in dieser Hinsicht? Ja, natürlich passiert was. Leute reden miteinander. Es gibt ganz viele, glaube ich, Kreise und Koordinierungen. Aber wir müssen uns schon klar machen, dass die Organisierung der Linken und der radikalen Linken, aus der ich komme, schon mal erst recht hinterherhinkt. Also sozusagen, wenn, sagen wir mal, bei der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests war es unsere Bewegung, die voran war, die gesagt hat, Proletarier haben kein Vaterland. Und wir haben im Moment mit der Globalisierung und mit dem, wie der Kapitalismus sich entwickelt hat, haben wir da ein bisschen den Anschluss verloren und wir haben eine Menge aufzuholen. Und insofern glaube ich, wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, aber wir können auch keine Wunder erwarten, sondern Organisierung wächst eben von unten. Sozusagen, wir gehen da Schritte, aber ich habe eigentlich mehrere Wahrnehmungen, die mich eigentlich ganz hoffnungsvoll stimmen, die jetzt keine Wunder für morgen versprechen, aber die zeigen, da wächst irgendwie was zusammen und wir sind bereit, diese Herausforderung auf europäischer Ebene anzunehmen. Ich danke dir. Wir bleiben auf der internationalen Ebene, weil da war ja noch die Frage nach den französischen Entwicklungen. Einerseits Hollande wurde angesprochen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Ist da tatsächlich sowas wie ein kleiner Richtungswechsel zu erwarten? Und ich würde noch hinzufügen, ist ja nicht nur Hollande, was so in Frankreich für Erstaunen gesorgt hat, sondern auch das relativ gute Abschneiden, insbesondere bei den Präsidentschaftswahlen, aber jetzt auch bei den Parlamentswahlen, der Front de Gauche unter Jean-Luc Mélenchon. Wie schätzt du das ein, Sarah? Na, ich denke, Frankreich zeigt deutlich, dass eine starke Linke tatsächlich das gesamte politische Spektrum nach links verschieben kann. Und mit der starken Linken meine ich jetzt erstmal die Front de Gauche, das heißt die Linkspartei, die meines Erachtens wesentlich durch ihre Erfolge, durch ihre wachsende Resonanz dazu beigetragen hat, dass die Sozialdemokratie, also die sozialistische Partei in Frankreich, die Partei Hollande, auch immer weiter nach links rücken musste im Wahlkampf. Weil Hollande ist jetzt nicht per se ein besonders linker Sozialist gewesen, auch nicht nach französischen Maßstäben schon gar nicht, sondern er war eigentlich eher ein Gemäßigter. Aber dadurch, dass der linke Präsidentschaftskandidat Mélenchon dann zeitweilig Umfrageergebnisse von 15-16% hatte, war das ein solcher Druck auch auf die Sozialisten, auch sozusagen immer mehr doch deutliche linke Forderungen aufzugreifen, in den Wahlkampf zu stellen. Ich erinnere an die Forderung, Einkommen über 1 Million mit 75% zu besteuern, Rentenalter herabzusetzen, vieles andere mehr. Das hat dann wirklich das gesamte Spektrum nach links verschoben. Und er hat natürlich auch klar im Wahlkampf versprochen, wir wollen den
Fiskalpakt neu verhandeln. Und man muss ihn jetzt an diesem Wahlkampf versprechen, also spätestens, wenn jetzt die Wahlen auch im Parlament vorbei sind, man muss ihn natürlich daran messen. Aber er hat da natürlich erstmal eine Richtschnur eingeschlagen. Und das, denke ich, zeigt auch für Deutschland etwas. Weil wir immer auch so diskutieren, wir müssen, wird dann immer gesagt, ja, die Linke hat ja keine Bündnispartner für ihre Politik, also muss sie sich irgendwie öffnen, den anderen Parteien oder ihnen ähnlicher werden, damit sie dann Bündnisse machen kann mit der SPD. Und ich denke, Frankreich zeigt gerade umgekehrt, wie es funktioniert. Man muss mit eigenständigen Positionen stark werden und die anderen dadurch unter Druck setzen. Und dann hat man auch die Chance, möglicherweise Bündnisse einzugehen. Also das wird ja jetzt, ist ja noch offen, wie jetzt am Ende, ob die Sozialdemokraten in Frankreich eine absolute Mehrheit haben werden oder nicht. Das weiß man ja erst nach dem zweiten Wahlgang. Oder ob sie auch darauf angewiesen sein werden, dass die Linke sozusagen ihre Politik teilweise mitträgt, dann wird der Druck natürlich noch stärker. Und ich glaube, wir haben hier auch in Deutschland eine Verantwortung, weil natürlich der Hollande, was er machen kann in Europa und was nicht, hängt natürlich auch von dem Umfeld ab. Es wird einerseits davon abhängen, was in Spanien passiert, auch an Druck der Straße. Es wird sicherlich auch davon abhängen, ob in Frankreich weiterhin auch Druck sozusagen nach den Wahlen auf der Straße passiert. Die Franzosen haben ja da doch zum Glück ziemlich gute Traditionen, auch ihre Interessen einzufordern, bis hin auch zu politischen Streiks und anderem. Und ich glaube, das wird schon weiterhin eine wichtige Rolle spielen, weil im Selbstlauf wird es auch in Frankreich keine linke Politik geben. Also es wird den Druck weitergeben müssen, damit er seine Wahlversprechen einlöst. Und wir in Deutschland sollten auch zusehen, dass hier ihm nicht Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Und wenn jetzt eben dieser Fiskalpakt ratifiziert wird vor der Sommerpause, dann ist das natürlich auch ein Knüppel zwischen die Beine der französischen Regierung, weil das ihre Position schwächt und erschwert. Und das muss man eben auch sagen. Also die SPD ist insoweit nicht irgendwie kollegial zu ihrer eigenen Schwesterpartei, sondern sie haut ihr eigentlich den Knüppel zwischen die Beine mit ihrer Zusicherung, diesen Fiskalpakt passieren zu lassen. Und umso mehr und umso wichtiger ist, dass die Stimme der Linken laut und hörbar ist. Wir wollen, dass der Hollande eine Chance hat, das neu zu verhandeln, weil es eine Katastrophe ist, was zurzeit in Europa passiert, weil wir einen neuen Kurs brauchen. Und was ich mir auch ein bisschen erhoffe, und da, glaube ich, sind wir in Deutschland so auch in der Position, da können wir wirklich von anderen Ländern lernen. Wir sehen das ja in Spanien, haben das in Griechenland gesehen. Wir werden es hoffentlich auch wieder und wieder in Frankreich erleben. Menschen müssen sich wehren. Und das heißt nicht allein demonstrieren. Demonstrieren ist ganz wichtig. Also ich fand das toll, dass wir in Frankfurt am Ende doch diese große Demonstration ja auch hinbekommen haben. Aber ich finde, das ist eben etwas, was auch für die Gewerkschaften wichtig ist. Wir brauchen auch in Deutschland dieses Kampfmittel, dass man Streiks nicht nur für Arbeitskämpfe und Tarifauseinandersetzungen einsetzt, sondern wenn die Politik den Tarifpartnern, den Gewerkschaften den Boden unter den Füßen wegzieht, dann brauchen wir auch Streiks mit politischen Aussagen. Und ein Fiskalpakt macht den Gewerkschaften europaweit. Natürlich zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg. Und eigentlich müssten wir auch in Deutschland dagegen tatsächlich auch mit den Gewerkschaften gemeinsam massivst mobilisieren. Und da finde ich eben teilweise schade, dass das zumindest an den oberen Enden nicht ankommt. Umso wichtiger ist es, dass die Gewerkschafter, die das wirklich wollen, und da gibt es ja auch klare Aussagen, teilweise aus Verdi, auch aus anderen, dass wir mit denen als Linke ganz eng zusammenarbeiten, um da einen solchen Druck zu erzeugen, weil den brauchen wir. Wir brauchen neben Wahlergebnissen unbedingt auch in Deutschland mehr Druck der Bevölkerung gegen die Merkel-Regierung, sonst zieht sie das einfach alles so durch. Und das Bild, was gesagt wurde, Deutschland ist nicht so gut durch die Krise gekommen. Ich denke, das Problem ist einfach, für viele ist die Krise ja Dauerkrise. Also auch als wir Aufschwung hatten, war für viele Krise. Und deswegen fällt es dann gar nicht so auf, wenn die Wirtschaft wieder runtergeht, weil sie einfach permanent eigentlich vielleicht zwischen Hartz IV Aufstockerleistung und Hartz IV pendeln. Dann ist natürlich der Unterschied nicht riesig, aber das ist eben dann Dauerkrise. Und deswegen finde ich, auch da muss man sagen, es muss endlich Schluss sein, öffentliches Geld für alle möglichen Dinge zu verausgaben, für Finanzinstitutionen, für Bankenrettungen, und am Ende zahlen die kleinen Leute, und da stehen wir dagegen, und das ist, glaube ich, etwas, was wir europaweit tatsächlich als ein gemeinsames Programm haben. Keine Rettung mehr von Banken, keine Milliarden mehr für die Reichen, sondern im Gegenteil, jetzt sollen endlich mal die zahlen, die den ganzen Salat angerichtet und von ihm profitiert haben. Das ist ja der Punkt. Danke, Sarah.
Bernd, noch mal eine letzte Frage für die erste Runde hier. Es wurde angesprochen, mehrfach sozusagen Neuorientierung der Linken. Hier wurde ein Kollege, hat direkt angesprochen, Syriza als Vorbild nehmen, also eine Offenheit gegenüber vielleicht nicht anderen Parteien, sondern gesellschaftlichen Gruppierungen, eine andere Kultur des Zugehens auf Bewegungen, miteinander stärker ins Gespräch zu kommen bei der Ausrichtung. Und letztlich aber auch sozusagen, ja, dafür stehst du ja auch sozusagen, ganz neue Formen, wie man an jene rankommt, die eben in der Krise stecken, seit Jahren schon, also die Prekären beispielsweise. Und da stehst du ja auch für die partizipative Organisierung von einer neuen Streikkultur. Wie geht das alles in einer, ja, jetzt nicht kompletten Neuausrichtung, aber doch, du willst ja Punkte setzen. Naja, es darf keinen Zweifel geben, dass die Linke an der Seite der sozialen Bewegungen steht. Und es darf keinen Zweifel geben, dass die Linke an der Seite derjenigen steht, die für ihre Rechte, für höhere Löhne oder gegen das Absinken in die Armut kämpfen und auf die Straße gehen. Die Linke muss hier Motor und Sprachrohr der außerparlamentarischen Bewegung gleichzeitig sein. Und wir dürfen auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt Leute, die wenig verdienen, Verkäuferinnen oder Leiharbeiter oder andere im Sicherheitsgewerbe, dass die nicht kämpfen können. Als Gewerkschaftler haben wir hingebracht, dass Frauen bei H&M, die 10-Stunden-Verträge haben, oder bei Schlecker oder anderen, dass die sehr wohl auf die Straße gehen und kämpfen, wenn man sie entsprechend auffordert und wenn man glaubwürdige Politik macht. Wir haben da Streiks gehabt im Einzelhandel, teilweise über 20, 25 Wochen. Und das ist eine schwere Sache. Und da möchte ich auch mal sagen, dass insbesondere die Frauen dort sehr viel entschlossener kämpfen als manche Männer. Also. Und das müssen wir deutlich machen, dass wir diese Kämpfe unterstützen. Und ich habe große Zweifel, dass wir das einfach von Griechenland oder Spanien abgucken können, weil das Dramatische in Deutschland ist, dass die deutsche Bundesregierung eine Politik, und zwar extrem raffiniertes Teile und Herrsche gemacht hat. Wir haben gleichzeitig, dass ein Porsche-Arbeiter 7.200 Euro Prämie bekommt und dass die H&M-Verkäuferin mit ihrem Geld nicht über die Runden kommt. Das ist beides die gleichzeitige Realität. Und diese Verbindungslinien herzustellen, ist gar nicht so einfach, weil dieser Prozess, Leute an die Armutsgrenze zu bringen, in die dauerhafte Existenzkämpfe zu bringen, wie Sarah gesagt hat, als Dauerkrise, ist bei uns ein schleichender Prozess. Und die Aufgabe der Linken und der Gewerkschaften muss sein, dass das deutlich zu machen, dass das die Absicht der Politik ist. Das war doch die Absicht der Hartz-IV-Reformen, der Agenda 2010. Ehemalige Bundeskanzler Schröder hat gesagt, er ist stolz darauf, dass Deutschland einen der besten Niedriglohnbereiche hat. Mit bestem hat er nicht gemeint, dass man hier im Niedriglohnbereich am besten verdient, sondern er hat gemeint, dass es die meisten Leute der Industrieländer im Niedriglohnbereich gibt. Und das deutlich zu machen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen politischen Entscheidungen und zwischen den Kräfteverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit und der konkreten Lebenslage der Menschen, das muss die besondere Leistung der Linken und auch im Übrigen der außerparlamentarischen Bewegung sein. Und wir müssen diese Leute in diese Bewegung peu à peu mit reinnehmen. Und deswegen wird es erstmal keine großen Massenbewegungen von Hunderttausenden geben. Das liegt natürlich zum Teil auch an den Gewerkschaften. Solange ein Teil der Gewerkschaften der Meinung ist, sie haben was davon, wenn wir so exportstark sind und profitieren selber, solange werden sie ihre Leute nicht auf die Straße bringen. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass diese Politik des Teile und Herrsche für alle schädlich ist. Auch der Kernarbeiter bei Daimler wird auf die Dauer verlieren, wenn immer mehr Leiharbeiter neben ihm stehen, die für die gleiche Arbeit nur die Hälfte verdienen. Und es wurde zum Teil auch erkannt. Und hier immer wieder Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Beschäftigtengruppen und auch im Übrigen den Erwerbslosen, das ist eine völlig klare Brücke, dass Hartz IV niemals nur auf die Erwerbslosen getroffen hat, sondern immer auf die Erwerbstätigen, um praktisch die Löhne im unteren Bereich zu drücken.
ja, und um sie zu disziplinieren. Das war fester Bestandteil dieser Politik und ist leider Gottes auch gelungen. Und die Linke muss die Leistung bringen, dieser Spaltung, dieser bewussten Spaltung des Teile und Herrsche und zu meinen, hier gibt es ständig unterschiedliche Gruppen, die mal profitieren oder nicht profitieren, denen eine Absage zu geben und das gemeinsame Interesse der Beschäftigten, insgesamt der Erwerbslosen, der Rentner, in den Vordergrund der Politik zu stellen. Wenn uns das gelingt, werden wir auch wieder mehr auf die Straße bringen. Vielen Dank, Bernd. So, jetzt haben wir noch mal eine Gelegenheit, den Prominenten hier auf der Bühne Fragen zu stellen oder Kommentar oder eine Forderung, was wir gefälligst tun sollten oder sagen sollten oder tun sollten. Also, wer möchte gerne noch mal eine Frage an die Kollegen und Kolleginnen richten? Na? Das ist jetzt unerwartet, ne? Habt ihr nicht mit gerechnet? Eine konkrete Frage? Na? Es traut sich keiner. Wo denn? Na, geht doch. Mich würde interessieren, wie das Potenzial der Piraten eingeschätzt wird, als möglicher Partner mit der Linken was zu zerreißen. Also hier in Berlin sind die Piraten ja ein bisschen fortschrittlicher, in anderen Bundesländern sieht es da eher ein bisschen trüb aus, aber so prinzipiell, mich würde das einfach interessieren, wie das da die Berühmtheiten einschätzen. Tricky Frage, wer möchte denn? Da ist noch einer, wir sammeln ein bisschen, ihr könnt noch nachdenken. Wer wollte? Ich habe mal eine Frage, wie die Linke, die einfachen Leute, ich habe eine Frage an die Linke, wie sie die einfachen Leute einfach begeistern können, für diese Politik zu wählen, weil die meisten gehen ja halt nicht hin, weil sie eben frustriert sind oder auch gar nicht wissen, was für eine Politik gemacht wird. Dankeschön. Noch jemand? Jetzt willst du auch mal was sagen. Also ich bin ganz neu auf dem politischen Parkett. Das dritte Mal in meinem ganzen Leben auf irgendeiner Veranstaltung. Ich habe noch nie gewählt. Ich werde 60 dieses Jahr. Und was mir halt jetzt aufgefallen ist, die einzige Partei, die mich irgendwie angezogen hat, ist die Linke. Weil so doof kann man ja gar nicht sein, dass man nicht merkt, dass man verarscht wird von allen Seiten. Jetzt ist mir aber aufgefallen, warum sind überall so wenig Menschen? Ich war hier vor 2 Tagen auf einer kleinen Versammlung, da saßen, ich weiß nicht, 15 Leute waren wir. Warum sind das so kleine Grüppchen? Und vor allen Dingen, ich habe geguckt, ich will mal raus auf die Straße, ich würde mich auch gerne mit Blockupy hinsetzen. Da finde ich nichts. Und die Linke kommt mir so winzig vor. Berlin ist doch die Hauptstadt, wo sind die alle? Das würde mich mal interessieren, warum sitzen nicht die ganzen Stadtteile an einem Tisch 2-mal im Monat und nur 10 Leute in jedem Stadtteil für sich? Also das würde mich mal interessieren, weil ich würde gerne an was Größerem teilnehmen als nur bei 10 Leuten. Also wie bricht man die relative Isolierung auf? Hier ist noch eine Frage. Ja, wenn wir von Berlin reden, von den Stadtteilen, dann ist auch das Thema Wohnen ganz entscheidend. Und wir haben ja gehört von den Gästen aus Griechenland oder aus Spanien, dass das Thema Wohnen da auch wirklich eine große Rolle spielt. Wie kann die Linke sich besser aufstellen, um über das Thema Wohnen auch Leute zu mobilisieren? Mit Mietsteigerungen, es gibt ja hier Demos gegen Mietsteigerungen und so weiter. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht im Detail erklären, aber... Ja, ich hätte gerne eine Frage an den ND gestellt, aber da ist wahrscheinlich keiner da. Aber ich muss loben den Artikel im ND über Griechenland, der vor ein paar Tagen war oder sogar an der letzten Wochenendausgabe. Das nervt mich nämlich auch an den Zeitungsmedien. Ich fühle mich als Bürger überhaupt nicht informiert. Also das mal gerichtet an die Berliner Zeitung und auch an der Taz. Informiert über den Fiskalpakt und den ESM-Pakt.
wo, da gibt es mittlerweile unglaublich tolle kreative Filme im Internet, die nur 3, 4, 5 Minuten dieses komplizierte Wesen doch sehr einfach erklären. Und das ärgert mich unglaublich, dass also die öffentlich-rechtlichen Medien dem nicht gerecht werden und dass die Bürger hier eigentlich nicht informiert werden. Wir erleben das jeden Tag auf der Straße, wenn wir darüber versuchen zu informieren, wie schwierig das ist und wie wenig Leute auch darüber informiert sind. Und wenn dann anschließend die Wirkung kommt, dann ist das Geheule groß. Und das ist einfach so entsetzlich. Und da müssten die Medien viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, was mich also sehr ärgert. Und das ist eine große Kritik an die Medien, dass sie da das Spiel mitmachen, auch große Wochenzeitungen etc. etc. Danke dir. Eine haben wir noch. Wer möchte? Da ist noch. Oh ja, jetzt sind gleich zwei hier. Warum wird eigentlich in der augenblicklichen Debatte das arbeitslose Einkommen, also das Einkommen aus Rendite, nicht mal ein bisschen stärker attackiert, ein bisschen stärker in Frage gestellt in seiner Legitimität? Das ist natürlich die Kernfrage, das ist mir bewusst, nicht, da geht es um Kapitalismus oder nicht, aber über das Thema arbeitsloses Einkommen, das geht, reicht ja bis weit in unsere Kreise hinein. Wer hat nicht ein bisschen Geld, was ihm Zinsen bringt, also hat auch eine kleine Anlage gemacht, und das ist eine Hemmschwelle sozusagen für den politischen Fortschritt. Nicht so lange, wie das in Frage steht, nicht, wo man vielleicht seinen Urlaub mitbezahlen kann oder irgend sowas, ne, sich was zusätzlich gönnen kann, dann möchte man es gerne beibehalten. Aber da müssen wir letzten Endes ran an die Kategorie des arbeitslosen Einkommens. Eine der Kernfragen der Linken. Hier drüben war noch ein junger Kollege. Ja, mich würde mal interessieren, wie nach Ihrer Meinung die Linke es schaffen kann, besonders unter Jugendlichen und jüngeren Menschen diese Politikverdrossenheit auch, aber eher Parteiverdrossenheit aufzubrechen. Weil es gibt extrem viele Jugendliche mit einer linken Meinung, die aber nicht Mitglied der Linken sind, aber es sein müssten. Das sehe ich auch so. Kann man natürlich auch rückwärts fragen, ne? Ich möchte mal fragen, warum in der Linken immer nur sehr zögernd thematisiert wird, dass ständig Tag für Tag Klassenkampf geführt wird, und zwar aktiv von oben. Und das muss Tag für Tag thematisiert werden. Und das wird viel zu zögern und viel zu schüchtern getan, bin ich der Meinung. Also ich würde gerne fragen wollen, wie die Zukunft in der Hinsicht aussehen könnte. Okay, eine Vielfalt von Eindrücken. Ich glaube, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sucht euch natürlich das aus, worauf ihr tatsächlich auch vernünftig antworten könnt. In welcher Reihenfolge? Wer meldet sich freiwillig? Okay, ich befürchte, dass ich ganz viele der Fragen, die hier gestellt worden sind, nicht beantworten kann. Ganz einfach wegen meiner Sprechposition. Ich bin gar nicht Mitglied der Linken und insofern, also zwar der Kleingeschriebenen, aber nicht der Großgeschriebenen. Und insofern, alle Fragen, die an die Partei gerichtet sind, die muss ich nachher nochmal weitergeben. Aber vielleicht hat das, was ich nochmal reinbringen möchte in die Diskussion, doch was damit zu tun. Weil ich glaube, wenn wir irgendwas lernen aus dem Jahr 2011 und 2012, wie es bis jetzt gewesen ist, und all die ermutigenden Mobilisierungen sehen, sozusagen die Kraft der Leute, die auf die Straßen gehen, die sich ihr Recht nehmen, die Diktatoren gestürzt haben, in Ägypten zum Beispiel, dann hat das alles ganz viel damit zu tun, dass die Leute nicht länger gewartet haben, dass irgendjemand an ihrer Stelle schon das Richtige tun und sagen wird, sondern dass sie die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das wäre deswegen auch der Appell jetzt von mir und an euch alle, das ist das, was wir tun müssen. Es ist völlig okay, eine Partei zu wählen, und ich wähle die auch sozusagen, und ich freue mich, wenn im Bundestag was Richtiges gesagt wird. Aber das ist nicht das, worauf es am Schluss ankommt. Am Schluss kommt es darauf an, dass wir alle zusammenstehen, auf die Straßen gehen und dass wir nicht gleich weggehen, wenn der Wachtmeister sagt, wir sollen nach Hause gehen. Das war's eigentlich schon. Ja, vielleicht so 2, 3 Fragen. Also erst nochmal mit dem Wohnen. Ich glaube, die Frage des Wohnens ist für die Linke sehr wichtig. Fällt auch unter die öffentliche Daseinsvorsorge. Wir müssen deutlich machen, dass Wohnen keine Ware sein kann. Als ich in den 70er Jahren ins Berufsleben eingetreten bin, galt die Faustregel, 30% deines Einkommens maximal für die Miete. Heute müssen viele Menschen 50, 60% ihres Einkommens für die Miete aufbringen.
Und deswegen muss die Linke tatsächlich sagen, Wohnen ist ein Grundrecht, darf keine Ware sein, muss bezahlbar sein und jeder Mensch hat ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung. Warum wir manchmal so wenig sind oder nicht alle Leute sofort zur Linken gehen? Ich glaube, wir müssen den Menschen wieder Mut machen, dass es auf sie ankommt. Ich glaube, die Herrschenden haben bei uns ein System installieren können mit tatkräftiger Beteiligung vieler Institutionen, auch der Sozialdemokratie. Man kann ja sowieso nichts machen. Wir haben schon einen Aufbruch bei den Gedanken. Man kann heute auf Betriebsversammlungen, in öffentlichen Debatten, in einem Ausmaß über das Problem des finanzgetriebenen Kapitalismus diskutieren, wie es vor 20 Jahren niemals möglich gewesen wäre. Eine wachsende Zahl von Menschen merkt, in unserer Gesellschaft ist irgendwo was nicht in Ordnung. Das müssen wir ändern. All die Diskussionen, ich kenne das gut, waren wirklich vor 15, 20 Jahren nicht möglich. Da ist man schon angegriffen worden, wenn man überhaupt das Wort Kapitalist oder Kapital oder Ausbeutung in den Mund genommen hat. Das kann man heute problemlos machen. Der Schritt, der fehlt, ist, dass die Menschen den Eindruck haben, wir können daran auch was ändern. Deutlich zu machen, dass die Verhältnisse nicht gottgegeben sind und auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass die von Menschen gemacht werden und dass die auch von den Menschen wieder geändert werden können, scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben der linken Bewegungen zu sein. Und dazu gehört auch die Jugend, auch in der Jugend deutlich zu machen, nur durch politische Bewegung, nur durch politisches Engagement kann was geändert zu werden, scheint mir besonders wichtig zu sein. Gerade in Deutschland, wo wir eigentlich eine überalterte Gesellschaft haben und ganz genau wissen, viele Bewegungen in anderen Ländern werden von der Jugend getragen. Und das ist bei uns nicht so. Aber ich kenne viele Jugendlichen, und ich glaube, da findet auch eine Politisierung statt, die wirklich richtig tough sind. Und wenn wir die Occupy-Demonstrationen und die ganzen Aktionen angucken, waren mindestens ein Drittel bis zur Hälfte jüngere Menschen. Das hat mich besonders gefreut und ich glaube, da muss die Linke auch praktisch einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und letzte Anmerkung mit der Partei. Ich glaube schon, dass wir deutlich machen müssen, dass es auch nicht ausreicht, einfach nur Bewegung zu sein. Es gibt nicht immer Bewegung, an die man andocken kann, sondern man braucht auch praktisch eine Organisation. Der wichtigste Lernprozess der Arbeiterbewegung über 100 oder 150 Jahren war doch immer, dass wir uns organisieren müssen, dass wir nicht nur einfach in Bewegungen aufgehen dürfen, wir müssen uns organisieren in Gewerkschaften und auch in Parteien, die dauerhaft, und du hast es gesagt, mit dem Klassenkampf Position für eine Klasse einnehmen und die gucken, dass diese gestärkt wird. Und dazu brauchen wir auch Parteien und dazu braucht man insbesondere eine linke Partei. Und die besondere Leistung der Linken in Deutschland ist, dass sie geschafft hat, verschiedene Traditionslinien und verschiedene Strömungen zusammenzubringen. Das ist auch ein Modell, das auch andere linke Parteien in Spanien oder Frankreich mit übernehmen und weitertreiben. Und das zu machen, dass wir schaffen, verschiedene linke Strömungen in eine Partei, in eine Organisation zu bringen und dort Vielfalt zuzulassen und auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen, aber in Kernpunkten der Auseinandersetzung auch politisch Partei zu ergreifen. Das bewusst zu machen, ist, glaube ich, wichtig und deutlich zu machen, dass man eine Partei nur hat, wenn man sich in ihr auch engagiert, man sich in sie einbringt, zu sagen, wir brauchen zwar eine Partei, aber ich bin lieber in keiner, bringt uns nicht weiter. Ja, ich will nichts von dem wiederholen, was Bernd oder was ihr beide gesagt habt, aber gerade auch was Bernd gesagt hat, dem stimme ich völlig zu. Ich glaube tatsächlich, der entscheidende Grund, warum viele Menschen doch sich noch nicht wehren, warum sie stillhalten, warum sie sich so unglaublich viel gefallen lassen. Also wenn man sich anguckt, was die Politik in den letzten 10 Jahren in Deutschland verbrochen hat
und wie relativ wenig Widerstand es gab. Ich glaube wirklich, der eigentliche Grund ist nicht, dass die Menschen irgendwie noch relativ zufrieden sind. Der entscheidende Grund ist, dass sie sich ohnmächtig fühlen und oft nicht die Alternative sehen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir als Linke über die Alternativen reden. Und das fängt beim Mindestlohn an, aber es hört bei der anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auf. Ich glaube, dass beides gehört zu unseren Alternativen und beides ist auch dringend notwendig. Und deswegen auch noch einmal zu der Frage, die war ja gestellt worden, arbeitsloses Einkommen. Ich würde den Begriff so nicht verwenden, weil dann jeder an Arbeitslose denkt und an die, das waren von Ihnen überhaupt nicht gemeint, aber an die dümmliche Debatte, also von wegen die, die nicht arbeiten, die kriegen sozusagen Geld, die kriegen jämmerliches Geld und sie kriegen viel zu wenig, weil sie sind ja unschuldig arbeitslos, sie würden ja liebend gerne arbeiten. Aber das, was Sie angesprochen haben, das sind ja tatsächlich die richtig großen Einkommen. Die sind allerdings auch nicht ohne Arbeit entstanden, sondern sie beruhen eben nur nicht auf eigener Arbeit, sondern auf der Arbeit von anderen. Und das ist eben der Kern dieser heutigen Gesellschaft. Dass man von eigener Arbeit eigentlich nicht wirklich reich werden kann, aber dass die wirklich großen Reichtümer ausschließlich oder nahezu ausschließlich auf der Arbeit anderer beruhen. Und da sagt die Linke eben ganz klar, das will sie ändern. Deswegen ist für uns die Eigentumsfrage so zentral, weil es ist das Eigentum, was Menschen befähigt, von anderer Leute Arbeit reich zu werden. Und das scheint so abstrakt. Und ich finde, das ist eben auch eine Aufgabe der Linken, das ganz konkret zu machen. Und ein ganz konkretes Beispiel haben wir gerade wieder erlebt, der Fall Schlecker, das Unternehmen Schlecker. Da wurde jetzt gesagt, die arme Schlecker-Familie, die hat ja nur noch 40 Millionen. Gottes Willen, die arme Schlecker-Familie. So, und das zeigt mal wieder, wie es läuft. Wer ist verantwortlich dafür, dass dieses Unternehmen pleite gegangen ist? Nicht die Beschäftigten. Ich bin sogar überzeugt, wenn die Beschäftigten die Unternehmensstrategie hätten mitbestimmen können, die hätten viel früher gespürt, dass da was schief läuft. Aber heute ist es so, dass die einen entscheiden, was mit dem Unternehmen passiert, dass auch die einen, nämlich die Eigentümer, die Hauptprofiteure des Unternehmenserfolgs sind, während die Beschäftigten eben gerade mal ihren Arbeitsplatz und ihre Einkommen haben und die werden immer bescheidener. Aber wenn es schief läuft, dann die Eigentümer immer noch relativ gut rauskommen, während die Beschäftigten dann am Ende beim Jobcenter landen. Und deswegen muss man sagen, bei Schlecker, wäre Schlecker ein Belegschaftsunternehmen gewesen, sähe die Situation anders aus. Erstens wären möglicherweise gar nicht diese ganzen Managementfehler gemacht worden, weil sie nämlich direkt am Kunden sind, weil Beschäftigte in der Regel viel besser wissen, ob das Unternehmen läuft oder ob es nicht läuft. Und vor allem wäre es dann so, dass die, die wirklich den Nutzen haben, auch tatsächlich entscheiden könnten, welche Richtung das Unternehmen nimmt. Und die wären ja auch die, die meiste Angst davor hatten, dass es schiefläuft, weil es ihre soziale Existenz betrifft. Und deswegen sagen wir für uns als Linke, wir wollen eben Unternehmen, die im Eigentum derer sind, die in diesen Unternehmen arbeiten. Weil nur dann auch gewährleistet ist, dass sie darüber entscheiden können, wohin sich diese Unternehmen entwickeln und nicht irgendwelche Eigentümerfamilien, die am Ende immer ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Und die Eigentumsfrage im Bereich Wohnen ist genauso zentral. Da geht es natürlich noch um was anderes. Da geht es eben darum, dass es hier gar keine Kommerzialisierung geben darf. Und das betrifft ja auch Bildung, das betrifft ja auch Gesundheit, das betrifft Verkehr und all diese Bereiche, wo wir eben ganz klar sagen, wir wollen eine Gesellschaft, wo keine privaten Investoren Rendite damit machen, dass Menschen Bildungsbedürfnisse haben, dass sie gesund sein wollen, dass sie als Kranke behandelt werden oder eben auch, dass sie wohnen. Das dürfen keine Renditeobjekte sein und deswegen müssen sie entweder im kommunalen oder in genossenschaftlichen Eigentum. Und ich glaube, dass diese Diskussion, die ja im Grunde eine Diskussion über Perspektiven jenseits des Kapitalismus ist, das ist eine Diskussion, die gehört heute auf die Tagesordnung mit der Eurokrise, weil die Eurokrise ist nicht allein eine Bankenkrise, sie ist nicht allein eine Regulierungskrise, sie ist eine Krise des Systems und des Kapitalismus, weil das hat dazu erst geführt, dass dieser riesige Finanzsektor in dieser Form entstehen konnte, weil ohne die riesigen Vermögen von Eigentümern am Ende auch nicht die großen Geldvermögen auf die Finanzmärkte hätten fließen können.
können, wo sie dann noch größer geworden sind. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir als Linke die Systemfrage stellen. Das ist sicherlich nicht eine Frage, die man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten politisch umsetzen kann. Aber sie ist eine Frage der Perspektive und der Alternative. Und deswegen nochmal zum Ausgangspunkt. Wir als Linke, wir müssen Menschen ermutigen, sich zu wehren. Und wir müssen damit verbunden über Alternativen reden. Weil wer keine Alternative sieht, der wehrt sich meistens auch nicht, weil er das Gefühl hat, es bringt ja nichts. Und es würde etwas bringen, wenn wir uns alle gemeinsam in Deutschland viel, viel mehr noch wehren würden, als das in den letzten Jahren gelungen ist. Ich wollte noch mal kurz zurück auf den Punkt, den Bernd aufgemacht hat, über die Bewegung und die Organisation oder die Bewegung und die Partei. Wenn ich jetzt so verstanden worden bin, als wäre mein Plädoyer eins, die Bewegung ist alles und sich zu organisieren zählt nichts, dann werden mich, glaube ich, alle, die mich politisch näher kennen, mich darin nicht wiedererkennen, sondern weil ich sozusagen seit Jahrzehnten, glaube ich, die Predigt der politischen Organisation halte. Aber das ist eine Sache, die in zwei Richtungen gilt. Also die Bewegung, die sich nicht organisiert, die sich nicht verstetigt, die keine Organisationen, die diese Verstetigung und die das Aufbewahren der politischen Erfahrungen und die das Einbringen von Strategie und von Erfahrungen, von Know-how leisten können, sozusagen diese Bewegungen laufen sich meistens irgendwann tot. Das ist richtig. Aber die Parteien und die Organisationen ohne Bewegung, die laufen sich natürlich auch tot, bloß eben in anderer Form. Sie verknöchern, sie versteinern. Und deswegen gibt es keinen Widerstand, keinen Widerspruch dazwischen, sich zu bewegen und sich zu organisieren. Wir müssen natürlich beides tun. Und mein Appell war nur, weil ich manchmal die Beobachtung habe, dass es so einen Blick darauf gibt, wir brauchen den richtigen Repräsentanten sozusagen. Wo ist der Führer? Wo ist der, der es uns ausspricht, der sozusagen uns leitet? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was können wir selber tun? Wo können wir uns selber bewegen? Und dann natürlich auch, wo können wir uns selber organisieren? Nicht um Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sondern um gemeinsam politisch aktiv zu werden und diese Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, weil der Kapitalismus in seiner Krise wird ja nicht von alleine fallen, sondern wir müssen der Macht des Kapitals die entsprechende Gegenmacht entgegenstellen, um es herausfordern zu können. Das ist natürlich letztlich eine Frage von Organisation. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bedanken bei euch allen, bei unseren ausländischen Gästen, die jetzt schon wieder weggeschaltet sind. Natürlich, die seht ihr ja nicht mehr, aber Joaquin ist noch da und die Kollegen aus Catalunya. Also vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch, dem Protagonisten nicht nur dieser Veranstaltung, sondern natürlich des gesamten Prozesses, sozusagen einen Widerstand Organisierung zu organisieren. Ihr steht ja schon auf der Bühne. So muss es immer sein eigentlich. Vielen, vielen Dank.